Mein linke Lenkelblatt ist leer. Dann wünsche dir den Gags leer, sagst du? Das freut mich. Okay. Hallo YouTube, willkommen zum nächsten Video. Gags reagiert. Diesmal nicht Seven vs. Wild, diesmal wieder Alexi Bexi aus der Kitchen. Kitchen Reaction Main. Wilde Story. Vielleicht kriegt ihr sie irgendwann mal mit im Stream, wenn ihr seid. Einfach in Stream joinen. kick.com/gagstv und mich einfach fragen, warum sitze ich in der Küche? Was ist denn los mit dir? Und wir starten direkt ins Video rein. Das nennt sich, ich habe den billigsten Beamer überhaupt gekauft, von Alexi Bexi. Rein da. What? Das ist ungefähr das schlechteste Bild, das ich seit Jahren gesehen habe. Vor allem. Oh, wie scheiße das aussieht, Alter. Hey, ihr Supermärkte nur noch als Gorillas und flink kennenden Tante-Emma-Ladenbesitzenden. Wisst ihr, auf den heutigen Schrott bin ich nur gekommen, weil... Da bin ich immer gespannt, muss ein bisschen leise machen das Video, glaube ich. Ich weiß gar nicht wieso, aber weil ich seit vielen Tagen diesen Samsung Freestyle bei mir herumliegen habe. Und mit herumliegen meine ich auch herumliegen, weil ich für mich selbst einfach nicht weiß, was ich... Ich wollte das auch schon die ganze Zeit schauen, aber ich hebe es mir extra fürs Video auf hier, weil ich das mit euch sehen möchte hier. Wie man anfangen soll. Deswegen vermissen einige von euch auf meinem Kanal auch schmerzlich Biber-Content. Aber ich kann mit den Dingern halt nichts anfangen. The Freestyle. Bis zu 204... Ist das so ein Nahfeld-Beamer? 50 Zentimeter HDMI. 100 Zoll. Okay. An. Okay, einrichten dies das. Ich hab auch schon eine Fernbedienung hier. Zack, ist aber nicht vom Beamer, ist das Licht hier. Man einen Holzboden baut. Ja, es passiert öfters, dass ich mal spazieren gehe und denke, oh. Hä? Da sieht man doch nichts. Mach doch die Vorhänge zu. Ein Holzbrunnenbau, ja klar. Das wird mir auch als erstes einfallen. Das könnte schönen Brunnen geben. Okay, man sieht was. Also für typisches norddeutsches Scheißwetter ist es jetzt auch nicht so geil. Aber wenn das schon so bei diesem Cutting-Edge-Technology-Samsung-Beamer ist, wie wird denn das erst bei dem Schrottbeamer? Naja, zumindest habe ich beim Herumprobieren mit diesem Ding hier herausgefunden, dass das Thema Beamer, beziehungsweise in Fachsprache auch... Ach, das war jetzt der gute Beamer? Oh, jetzt habe ich das gecheckt. Der hat noch einen anderen. Okay. Projektoren genannt, ein richtiges Rabbit Hole sein kann. Oh, da guckt man richtig in die Röhre. Rabbit Hole? Ich meine, es gibt Beamer für... Ein Rammler drin, oder was? Die Schule. Ja, das kenne ich. Das hat die... Boah, natürlich. Ach du Scheiße. Jeden Tag irgendwie solche Folien dahin getan, der Lehrer. Dann mussten wir mitschreiben, anstatt einfach die Kopien zu geben. Kopier den Scheiß doch, gibt's und muss sie nicht mitschreiben. Ende. Anstatt 45 Minuten, 2 Minuten Dress nur Blödsinn machen. Nee, warte. Also es gibt Beamer für Büros. Mein Gott, meine Klischees klicken gerade. Also nochmal von vorne. Also es gibt da Beamer fürs Wohnzimmer. Mit ja. LED-Technologie, mit Laser-Technologie. Es gibt Kurzdistanz-Beamer. Dann gibt es Beamer ja, genau. Fürs Heim. So was dachte ich. So ein Kurzdistanz-Beamer habe ich letztes Mal im Video gesehen. Ganz wild. Weil sonst denke ich immer, du musst einen Beamer irgendwo hinhängen oder einfach im Raum. Dann musst du dazwischen Platz lassen, alles. Aber mit so einem Kurzdistanzding einfach so auf ein Kästchen tun, was 10 cm vor der Wand steht, dann hast du 100 Zoll. Ist das schon wild. Das kann auch sein, ja. Zu hell im Raum. Natürlich auch mit 4K und mit 3D. Es gibt Beamer für unterwegs. Es gibt Beamer für Lichtschienen an der... Ja, okay. Das ist nicht übertrieben. Guck mal an hier. Was ist denn das? LOL. Okay. Decke? Okay. Es gibt runde Beamer, es gibt eckige Beamer. Aber vielleicht so Einrichtungen aussehen lassen, bevor sie da sind, durch den Beamer? Ob das so in den Raum passt? So Linkspunkt musst du auch machen, wo du bei deiner neuen Wohnung. 4K Hisense. Ist krass, gell? Ein der von der Decke zeigt auf dem Tisch, ist wild. Vielleicht zeigt er sogar den Tisch. Der Tisch ist gar nicht da. Und es gab da sogar Beamer im Telefon. Aber vor allem gibt es Beamer in teuer und günstig. Stimmt, das Essen geht nie weg. Kannst du immer zack machen, neues. Wie so ein Replikator. Voll geil. Und der bisher günstigste Markenbeamer, den ich finden konnte, war von Xiaomi. Und lag um den dicken Daumen bei 100 Euro schon echt weit unten. Und ja, es gäbe noch... Ja, da gibt es ganz viele Beamer. Also ich kenne mich ja da gar nicht aus.
haufenweise No-Name-Beamer, die noch ein bisschen günstiger wären. Und das ist neben Beamern, die auch locker über 10.000 Euro kosten können, schon echt ein Schnäppchen. Aber das hier. Aber du brauchst doch immer perfekte Belichtung und sowas, das hätte ich ja gar nicht. Ich hätte auch gar keine Wand frei oder Platz irgendwie. Ey gut, ich wohne am Dach, da ist eh nichts gerade. Das halt, da hast du überhaupt keine Wand, die gerade ist. Und wenn sie gerade ist, dann ist da eine Tür drin zum Bad oder zum Klo. Das hier ist das bisher günstigste Exponat ever. Denn an den richtigen Tagen, zur richtigen Uhrzeit, beim richtigen Händler kostet diese Arschgeburt gerade mal 10 Euro. Also selbst mit Versand, Steuern und bla, im schlimmsten Falle so 14. Natürlich, wenn du was für 10 Euro kaufst, ist sowieso RIP. Kaufst du das für 10 Euro und dann denkst du, dann musst du drüber, also beschwerst du dich. Na klar, ist das scheiße. 20 Euro. Holy shit. Ich meine, guckt euch im Vergleich das mal an. Selbst eine Hülle für den Samsung Freestyle hier ist teurer als der Mini-Beamer selbst. Und das Ding ist obendrauf noch kleiner als all die bisherigen Mini-Billig-Beamer, die ich im Internet finden konnte. Und es ist mit einer der allerneuesten... Es ist einer der allerneuesten Beamer, die fernöstlichen Schrottpressen so zu bieten haben. Aber ja, es gäbe tatsächlich noch kleinere oder schmalere, also noch minigere Beamer, aber die kosten alle mehrere. Ja, wo tue ich? Hä? Was ist denn der Verwendungszweck von sowas, wenn ich es irgendwo mitnehme? Gehe ich zum Kollegen auf den Balkon und sage hier, guck mal mein YouTube-Video? Oder kommen wir schon Fußball? Im Garten mit so einem kleinen Scheißding? 100 Euro. Hier geht es ja erstmal um den billigsten. Kann das bedeuten, dass hier vielleicht endlich mal allerneueste Technologie drinsteckt zu einem traumhaft günstigen Preis? Lass doch mal gucken. Okay, dann kann es ja losgehen. Time to enjoy. Also ich glaube, dieses Time to enjoy, da könnte man auch andere Sachen mit dem Slogan verkaufen. Aber wirklich. Und ja, unterwegs, am Handy anschließen. Dann musst du halt 20 Haltestellen fahren. Ganz hinten tust du projizieren auf die Heckscheibe. Und dann guckst du halt da mal. Da will keiner mehr aussteigen. Beste. Also entweder wirst du verkloppt oder das Ding wird dir geklaut. Oder beides. Wieso? Nicht nur, dass das Ding so klein ist, wieso ist ja auch wieder die Schrift bei diesem Ding so klein? Ich sollte mal eben meine Augen tunen. Yep, genau. Und deswegen wird das heutige Video unterstützt von Mr. Spex. Das ist ein Optiker mit über 100 Brillenmarken, in dem sich jeder Geschmack und Geldbeutel so richtig austoben kann. Ihr findet Mr. Spex natürlich online, aber auch oft mit Partner. Wir können damit aber nicht echt eine Anprobe. Ja, hier könnt ihr kaufen. Das wird nicht. Aber wenn jetzt hier mit Enjoy LED Source. Sieht aus wie so ein Bild von so einem früheren Kosmos-Baukasten. Mini-Projektor. USB 2.0. Laut, zerbrechlich und recycelbar. Made in China. Das ist eine sehr schöne Hand. Large Screen. USB 2. Wire Mirroring Function. Weird, wenn die Pfeile nach innen zeigen, das macht sie irgendwie klein. Rotundity. Rotten Nudity. Nee, die Seite gibt's nicht mehr. TFT. Was? Rotten Nudity? Was heißt das? Die LCD. 320 x 180 Pixel? Native Auflösung? 320 x 180 Pixel? War das nicht von der VHS-Kassette so in der Auflösung? Manueller Fokus? Ach du Scheiße. Und sonst? Time to enjoy Home Cinema Projector. Hat voll so 90s Sony Ericsson Vibe. Fühlt sich noch nicht ganz so billig an, aber mal gucken. Achtung, da wir das Produkt die ganze Zeit verbessern, muss es gar nicht mehr so sein, wie hier beschrieben. Nice. Produktdetails. Staubsaugerroboter von oben. Das ist ganz anders. Es ist kein Beamer mehr, das ist jetzt ein Staubsauger, der rumfährt. Schaut so raus. Dinge tun. Füge eine USB-Karte ein. USB-Karte. Oh, vielversprechend. Bla, bla. Oh mein Gott, okay. USB-Karte, na klar. Micro-USB-Karte. Scheiß Micro-USB. Und Fernbedienung. Auch so eine Fernbedienung von so einer richtig billigen China-Weihnachtsbeleuchtung sein. Das schaut echt wie so ein Sauger aus, wie so ein Saugroboter, gell? Einer vom Boden, da kann man noch saugen hier. Der saugt alles sauber. Und dann, wenn er fertig ist, dann tut er sich in die Station rein und zack, macht Bild. Beste. Zwei Dinge in einem. Wow.
Ist da überhaupt irgendwas drin? Na dann schauen wir mal, was so geht. Oh, guck mal, sogar ein Gewinde unten für ein Stativ. Also oben an, aus und hier ein paar Funktionsknöpfe. Also vielleicht Menü, links, okay, rechts, zurück. Klingenstecker für Ton, Handschlaufe, Strom und USB-Anschluss. Und last but not least, die Linse, beziehungsweise... Sagen wir, die Linse ausschaut. Was hat das gekostet? 8 Euro? Okay. Das muss aber schon ein Scheißbild sein, besonders wenn nur diese Pixel unterstützt werden. Es supportet halt Full HD, aber wenn es nur diese Pixel hat, wird es hochskalieren oder was von den kleinen Scheißdingern? Beziehungsweise das manuelle Fokus-System. Das hat kein DLSS, das schaut scheiße aus. Look at that. That's some quality shit. Also nur mal so zum Vergleich, weil das absolut unbefriedigend war. Was ist denn in so einem 40 bis 60 Euro Mini-Beamer aus Fernsehen? Das gleiche, oder? Das ist, die ist ja nice. Der Beamer selbst, wow. Okay, das ist auch nicht mehr wirklich mini. Ich finde das Gelb geil. Aber zumindest mit einer der minigsten, die ich finden konnte. Aber eine Sache fällt schon auf. HDMI. Stimmt, hier ist ja, was ist denn hier für ein Anschluss? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, hier ist doch nur USB, Micro-USB. Was, warum? Wie schließt man das denn an? Nur das Handy, ja, da stand Mirror Screen. Kann man spiegeln das Handy auf dem Beamer? USB, HDMI, Infrarot hier und Strom. Und AUX auch noch. Ja, HDMI ist ja schon stark. Wie? Wo? Wo? Und wenn wir jetzt zum Vergleich auch nochmal den Samsung hier mit beilegen, man hätte hier sogar auch noch einen HDMI-Anschluss, wenigstens einen Micro-HDMI. Oh shit. Also richtig was Feines. Das sind bis hierhin alles schon echt Anzeichen, dass das nur... Ja, aber das andere Ding kostet 4-mal mehr, also natürlich hat es einen HDMI-Anschluss. ...werden kann. Was für... Wie peinlich... Wieso? Wieso so kurz? Yes. Einfach gedrückt und dann wie so ein Stück Scheiß erscheint das. Ja, für 9 Euro, was will er denn? Ist für 9 Euro ist, glaube ich, das Beste. Ich sag ja, er kauft was für 9 Euro und dann beschwert er sich. Das ist ja klar. Aber darum geht es in dem Video. Zu sehen, was für Scheiß es gibt für so wenig Geld wie möglich. Ist halt China-Schrott, auch wenn es jetzt nicht aus... Doch, war es aus China? Keine Ahnung. Kacke, wow. Wieso ist denn das so schief? Also im Gegensatz zum Samsung beispielsweise. Schau dir mal diese Symbole an, Alter. Also richtig schief. Musik, E-Book, Foto? Media oder was? Der so eine automatische Trapezkorrektur hat, Autofokus, den ganzen Kram. Alles Mögliche ist hier natürlich... nicht drin. Das heißt, man muss für die optimale Position das irgendwie sich selber versuchen so hinzustellen. Das ist egal. Was Scheiße. Das Ding kommt so raus wie mein, also immer größer. Oh nein. Kacke. Abgebrochen. Ja, Micro-USB ist nicht das Geilste. Da musst du schon aufpassen hier. Nicht so brutal hier. Alexi, was machst du denn? Kacke. Sei doch mal vorsichtig mit den Sachen. Teuer eingekauft für 9 Euro. Was mit dir? Geiler Screenshot. Why? Also auch wenn das Ding glatt gerade auf die Wand zeigt, so wirklich scharf wird nicht... Mach doch dieses scheiß Licht aus. Schau mal, das sind die Pixel. Guck mal an, wie krass. 320 mal 180 oder sowas. Rechts ist auf jeden Fall schärfer als links. Oh Gott, okay. Also wo ist die scheiß Fernbedienung? Lass doch mal gucken, was es so zu entdecken gibt. No U-Disk exist. Please insert. Oh, überall? Nicht mal ein Beispielmaterial. Cool, was wieder? Input. Jetzt. Media. No U-Disk. Setup. Ey, so sieht original das Einstellungsmenü von meiner uralten Mini-DV-Kamera von vor... Ja, von meiner Casio-Uhr. Schaut's auch so aus, aber egal. 20 Jahren aus? Fuck. Das heißt, uns bleibt aktuell noch ein Menüpunkt, den wir uns angucken können, und zwar Wirecast. Scan the QR-Code, Android. Alter, ich kann da nicht lesen. Mach doch dieses scheiß Licht aus oder tut es den Vorhang zu. Was ist denn das? Phone only. Ja, hab ich grad nicht da. Es war doch iOS da. iOS Wired Connection. Input klicken. Wirecast anklicken. Originalkabel einstecken. Und dann soll's gehen. Okay. Originalkabel? Original iPhone? Hoffentlich.
Geh bestimmt nur mit Android. Was erwarte ich denn überhaupt? Was erwarte ich? Gute Sachen gehen nur mit Android, unterstützen nicht den scheiß Apfel. So ein Ding. Gutes Ding, dass sie mit Apfel geht. Gut. Beste. Android Main. Auch wenn mein Handy nur Android 9 hat und manche Apps gar nicht mehr funktionieren. Aber was willst du machen? Das ist ja ein Ich-Problem. Was ist denn überhaupt, Mann? Ah, Scheiße. Ja, das schwarze Kabel ist ein Original-Apple-Kabel. Da. Guck. Ja, also das Hamburger Wetter hat jetzt wieder in den Shitshow-Modus gewechselt. Aber das reicht immer noch nicht, um hier irgendwie vernünftig was zeigen zu können. Ich glaube, wir müssen das anders machen. Ja, komm mal bitte, Schatz, denken. Ja, und dunkler auf jeden Fall. Shit. Was soll's. Besser geht's nicht. Auch wenn ich keine Ahnung von dem Thema habe, wollte ich dem Schrott wenigstens ein bisschen gerecht werden und habe die billigste Projektionsleinwand für so eine Beamer gekauft. Jetzt machen wir nur noch das Licht aus. So. Jetzt haben wir Quali gleich. Shit. Ich sollte vielleicht vor das Ding aufbauen, oder? Ach, Kacke. Mein Knopf. Kabel. Und Licht aus. Ja, jetzt schau mal, wie toll. Also schon Main jetzt. Die Pixel immer noch riesig, aber krass. Dass der gar nicht mal so gut ist. Oh Gott, ist das verfickt dunkel hier. Zumindest habe ich diesmal einen USB-Stick vorbereitet und würde jetzt mal reinstecken. Jawohl, endlich mal vorbereitet hier. Connected. Movie. Da. Und Play. Boah, schau mal. Seht ihr diese scheiß Pixel? Das ist 320x180 oder was das vorher war. Ich weiß den Pixel nicht mehr genau. Okay, das ist echt kacke. Das ist das Video, was wir gesehen haben. Darauf habe ich doch auch reagiert. Wo ich im Nachhinein noch festgestellt habe, diese 750 Watt dürfen wir in Europa gar nicht oder in Deutschland. Wir dürfen nur, was Fahrräder angeht, 250 Watt Hilfsmotor haben. Und das ist nicht das Problem des Herstellers, sondern das ist ja das Problem von Deutschland. Vielleicht auch EU, keine Ahnung. Das ist schon scheiße. So ein 750 Watt Hilfsmotor ist natürlich viel stärker als 250 Watt Scheiß. Aber trotzdem war das Ding kack und sehr laut. Also, der Raum ist furchtdunkel. Aber das Bild von dem Beamer ist noch viel dunkler. Es ist ja völlig pervers. Ach du Scheiße. Ich kann Pixel zählen. 1, 2, 3. Ja, okay, das ist schon beschissen. 4. What? Sind das wirklich so viele Pixel wie auf der Packung angegeben? 1, 2, 3, 178 oder 79, 180. Tatsache. Ich meine, wie wenig Anspruch muss jemand haben, um so ein Ding sich ernsthaft hinzustellen? Und es ist auch, oh ja, geil. Geh doch mal 10 Meter weiter weg und du hast halt 4K-Optik. Jetzt was auch immer. Damit kann man ja nicht mehr irgendwelche lustigen Deko-Effekte auf irgendwas zaubern, wie zum Beispiel ins Sternenhimmel, weil die Pixeldichte nicht mehr reicht, um damit überhaupt Sterne in einem... Ja, okay, das ist schon scheiße. Also im Endeffekt sollte es das Ding einfach nicht geben. Nicht einmal 14 Euro, das sollte einfach nicht geben, das Ding. Einfach nicht gebaut werden, nicht existieren. Aber müsst ihr mal vorstellen, wenn sie das für 10 Euro verkaufen, für wie viel stellen die es denn her? Für 1 Euro oder was? Für 1 Euro ist das doch gerechtfertigt. Selbst für 10 Euro ist die Scheißqualität gerechtfertigt. Aber man hätte das Ding einfach nicht herstellen müssen. Einfach, nope. Das ist schon eine Beleidigung für jedes elektronische Gerät. Ich glaube, mein Casio-Taschenrechner aus der Schule damals, von vor 20 Jahren, hat ein besseres Bild gehabt. Sternenhimmel in Space anzeigen zu können. Und falls ihr den Lautsprecher hören könnt, also es ist kurz vor... Sogar der Gameboy von 1990. Krächzen, obwohl jede noch so billige Bluetooth-Box mittlerweile 50.000 Mal besser klingt. Alter Schwede, das ist... Ja gut, das ist auf den Sound kannst du nicht so warten, dann musst du Kopfhörer nehmen oder Box anschließen. Hardcore. Warte mal, wie ist das im Vergleich zu den anderen Beamern? Okay, dann ist dieser Bumblebee-Flubber-Verschnitt. Oha. Oha, okay. 40 Euro. 60 Euro? Ach krass. USB? Play. Boah. What? Ja, okay, das sieht man die Pixel nicht so. Aber Schlieren ist auch da, siehst du? Nicht Pause macht. Also im Vergleich der zu... Der Ghost-Effekt ist auch eindeutig. Wie verfickt scharf nochmal ist das bitte? Gerade im Vergleich zu dem anderen eben für nun... Ja, aber das ist doch... Ist das jetzt das andere oder ist das das jetzige? Euro in Anführungszeichen mehr. Shit. Und der Lautsprecher klingt auch viel besser. Deswegen wird das Fahrrad in zwei Versionen. Ja, aber von Lautsprecher brauchst du nichts erwarten. Der ist Samsung-Bilder. Und nein, das klackern sieht man mit dem bloßen Auge nicht. Das ist jetzt so ein Kamerading, das ich so schnell nicht gelöst bekomme. What the fuck? Wie gut sieht das denn bitte aus? Ja, okay, das sieht scheiße in der Kamera aus, wegen den ganzen Flackern und so. Im Vergleich zu den beiden anderen, das ist gerade 8K. Schärfe, Farben und das alles ohne groß was eingestellt zu haben, sieht jetzt... Ja, hier 400 Euro.
Aber das ist schon geil. Das könnte so als Tron durchgehen von damals aus den 80er Jahren. Aber dass die Farben so komplett falsch sind, das sieht man an der Jacke. Also das günstigste Modell hat zumindest die Jacke in Blau dargestellt. Das in der Mitte grün und das teure auch blau natürlich. Richtige Farbe, hoffe ich doch. Einfach so. Ach shit. Ich glaube, ich habe das falsche Video über das falsche Produkt gemacht. Wobei, dann hätten wir weniger zu lachen. Fuck, es ist wirklich fucking unglaublich, wie schlecht dieses Ding hier ist. Es kann doch nicht wahr sein, dass diese dumme Karte. Entschuldigung, ich wollte damit nur sagen. Jetzt schlägt er das kaputt, Alter. Es kann doch nicht wahr sein, dass Leute ernsthaft diese dumme Kacke. Diese dumme Kacke kaufen! Nutzlose Scheiße für viel Geld! Ja, das ist ja gut. 10 Euro sind viel Geld für sowas. Tut das nicht! Okay, es ist irgendwie außerordentlich stabil. Einfach mal ragen hier. Als ob er jetzt FIFA gespielt hätte auf den Dingen und dann alles kaputt schlagen. Trotzdem Kacke! Oh, das war es einfach so abrupt. Okay, also ich muss sagen, geiles Video, sehr interessant, aber von Anfang an klar, was für ein Scheißding es ist. Und ich finde, das Ding dürfte einfach nicht existieren. Never. Einfach nicht existent darf das sein. Ich liebe es, wenn sich Alex was Billiges kauft, sich darüber beschwert, wie billig es ist. Ja gut, das ist halt sein Konzept. Ganz ehrlich, ich finde es schon beeindruckend, dass man für 10 Euro bekommt, nicht wirklich preiswert, aber man bekommt halt, was man bezahlt. Ja, das stimmt. Du zahlst 10 Euro, bekommst halt eine Scheiße für 10 Euro, klar. Jetzt müsste mein Lexi mit diesem 10 Euro Beamer einen ganzen Film anschauen und das im nächsten Video veröffentlichen. Da kannst du Personen quälen, ne? Damit kannst du Personen quälen. Aber trotzdem witziges Video und es hat den Zweck eigentlich erfüllt. Wir haben ein bisschen gelacht und Spaß gehabt. Also von daher ist ja alles gut. Okay, wie heißt es nochmal? Ich habe den billigsten Beamer überhaupt gekauft. Was haltet ihr von dem Beamer? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr von solchen Reactions aus der Küche sehen wollt, natürlich abonnieren, liken. Wenn ihr Bock habt, würde mich sehr freuen. Wenn nicht, dann nicht. Alles halb so wild, ganz entspannt. Und ja, dann kommen wir hier mit zum Ende.